Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt. Und ja, wir sitzen hier bei mir an der Villa mit dem Miguel, der Liv und der Bella. Ja, war eine geile Party, muss ich sagen. Hat echt viel Spaß gemacht. Warum schön, dass ihr auch noch aufgetaut um 10 Uhr seid, alle. Morgens. Ja, aber schön, dass ihr auch noch aufgetaut seid. Guck mal, ein paar sind vom Dach gesprungen. Harald hat es wieder mal verbockt bei Emily. Und ja, so war das ganz in Ordnung. Aber nichtsdestotrotz, Bella, wir müssen jetzt wieder zum Landhandel auch mal. Liv? Ja, wie komme ich runter? Ich muss dir leider sagen, dass du... Ja, der BMW, der ist von Laura, nicht von mir. Von Liv Laura. Hm? Von Liv Hansen. Bella, der mir Geld tut dir nicht. Sorry, ich habe eine Freundin, die heißt so. Du müsstest für ein paar Tage mal alleine BGA und so machen. Verschwende ruhig. Tu das, wie alle Männer das machen. Geh ruhig, komm. Ich kann ihn nicht ziehen, weil wenn ich ihn ziehe, dann reißt die Nadel. Guck mal, wie das aussieht. Das ist schon ganz blau und grün und gelb und alles. Aber hey, das Leben mit der Nadel, du gewöhnst dich langsam dran, mein Freund. Ja, also, jetzt verschwinden schon. Guck mal, letztens habe ich noch gesagt, guck mal, stell dir vor, wie die Nadel so ganz langsam in deinen Arm gesteckt wird und in die Arterie rein. Da ist der bald umgekippt. Da hat er schon... Und hör auf. Und jetzt, hey, guck, der rennt schon ganz lang mit der Nadel im Arm rum. Stört ihn gar nicht mehr. Wir müssen aber noch was klären. Was denn? Wo wir schlafen. Im Bett. Also ich schlafe meistens im Bett. Ich schlafe auch diese Nacht im Bett. Ja, in welchem Bett? Das müssen wir noch klären. Aber Liv, es könnte sein, dass er diese Nacht nicht bei dir ist. Das will ich auch hoffen, dass er diese Nacht nicht hier ist. Also wenn er bei dir ist, sei dir gewiss, wenn du dich abends rumdrehst und vielleicht nochmal das wilde Fummeln anfangen willst, guck erst, ob er es ist, weil ich lieg wahrscheinlich daneben. Geht ja nicht anders. Nicht, dass wenn du einen Fuß hierher setzt, klatscht's. Liv, ich übernachte hier heute, ja? Finde ich eine sehr gute Idee, Bella. Wir haben eh einiges zum Sprechen. Dann können die beiden Jungs sich mal intensiv miteinander beschäftigen. Doch, komm, so Bella, ich fahre dich jetzt zum Landhandel und dann kannst du... Nee, die brauchst du ja nicht zum Landhandel fahren. Wir springen hier in die Karre mit rein. Achso, na gut, dann fahr ich. Ja. Alles klar. Miguel, ja. Wir haben noch ein Hühnchen zu rupfen. Liv. Was haben wir jetzt wieder? Ja, Franzis. Wir jetzt noch einen Kuss. Wie war das mit Kindern? Was ist mit Kindern? Du hast gesagt, du hast Kinder? Was? Was hab ich gesagt? Miguel, guck mich an. Was hab ich Kinder? Ich hab keine Kinder. Du hast letztens auf dem Feld gesagt, dass du Kinder hast. Mal haben will, wollen, würde. Nee. Später. Jetzt verdreh ich die Tatsachen. In 10, 20 Jahren. Vielleicht. Was? Warum sagst du zu mir, dass du Kinder hast? Hab ich nicht. Die du mir noch nie von erzählt hast. Mit den Kindern. Und jetzt renn nicht einfach weg, mein Freund. Wir haben ein extremes Bedürfnis, gerade einfach wegzurennen. Das ist mir ganz egal, du bleibst hier. Also mein Körper ist schon in dieser, kennst du diese so seitliche Bewegung und... Ja! Wenn du das machst, ne, ich sag es dir, dann war's das. Ja, nix ist mit Kindern, nee, das war keine Ahnung, was das war. Das war einfach nur, da hast du dich verhört. Wir machen heute Abend eine Party, wir laden alle Mädels in Schwarzingen ein, ist das gut? Nicht gut, sollen wir einen Stripper bestellen? Ja, wir bestellen uns einen Stripper. Aber ich habe ein bisschen ein Humpelbein, es könnte nicht so gut aussehen diesmal. Tschüss. Tschüss. Okay. Wir bestellen uns Keiner will euch gesehen, tschüss. Weg. Gott. Tschüssi Mädels. Kuss Bella. Lieb dich. Du bist die Beste. Kussi Bella. Ja, kannst mir sagen, was du willst. Also, irgendwie... Also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, alles. Ich sag dir, wie es ist. Du reichst die Scheidung ein, ich mach Schluss und wir bauen uns einen schönen Skatclub oder sowas. Ja, oder so einen Pokerverein. Oder irgendwo, wo man am Wochenende die ganze Zeit abhängt. Da können wir Bier trinken. Apropos Bier, haben wir hier gerade stehen. Was haben wir? Hier steht gerade Bier. Will jemand das mitnehmen? Ich weiß, das steht schon länger dort. Ich glaube, das ist nicht mehr so richtig genießbar. Aber warte mal, ist der Ladewagen noch dort? Können wir den gleich mitnehmen? Nee, der ist weg. Okay. Nee, das ist genau. Ja, stand auch ein Ladewagen vorhin. Ja, ich weiß auch nicht, Mensch, mit den Mädels, ha? Ist nicht einfach. Probleme. Also Harald, ich will dir keine Angst machen, aber bist du dir sicher, dass du da hier mit Emily und so dann, ich meine, das Fass ohne Boden wird nur immer tiefer. Naja, also ich glaube ja, also das Gute ist ja, sie hat ja ihr Gedächtnis verloren. Also ich glaube, sie hat die Aktion mit dem Blumentopf auch vergessen. Aber ich sag gleich ein was, ne? Was?
Erstens, wenn du heiratest, also nur mal angenommen, ich will den Teufel an die Wand malen. Ja? Nee, da bin ich raus. Aber ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen. Aber angenommen, du würdest irgendwann mal heiraten. Völlig egal wen, Harald. Ja? Bedenke, du hast die Hälfte des Landhandels. Bitte, lass uns dringendst darüber sprechen vorher. Da muss ein Ehevertrag her. Ja, das ist doch meine Rede bei dir und Bella. Ja, na, ich will ja nicht heiraten, das ist ja der Unterschied. Also ich sag's euch nur so, ich habe keinen Ehevertrag und ich sitze total in der Scheiße. Ja, du bist ja unser Vorbild, wie man es nicht macht. Ja. Also das ist ja nicht böse gemeint, ja, aber das ist halt... Ja, was? Was? So gut, ich dachte, da fährt ein Bus, war nur ein großer LKW, alles gut. Hast du getrunken? Ein bisschen. Pass auf! Oh. Wow! Oh. Alter! Ist nicht so, dass... Ist ja nicht so, dass... Na ja, gut, die Infusion liegt schon. Alter Schwede, ey. Jupp, ist okay mit dir? Ich weiß nicht, Jupp, also irgendwie in letzter Zeit habe ich das Gefühl, du bist hier besondere Nervenkitzel. Was geht im Tee? Sag mal, kann das sein, dass Jupp in letzter Zeit die besondere Nervenkitzel sucht? Naja, also ja, wie gesagt, unsere Bierrunden werden ja immer kürzer, ne? Ja, meine Güte. Ja, dann pass auf, dann heute Abend Bierrunde, ne? Fritz ist auch mit dabei, so wie es aussieht. Ja, gut, jetzt freue ich mich. Ja. Was aber sag mal, abbauen. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber sagt mal, ihr zwei, wenn ihr jetzt gerade sowieso freie Kapazitäten habt. Naja, freilich, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen losorgeln. Ach, übrigens, der Fan steht noch unten an. Dein Fan steht noch unten am Dings, an der Stadt. Na, ganz klasse. Da müssen wir noch holen, ist ja nicht das Ding. Also, muss ich jetzt hier mitmachen? Ja, ja, geht nicht anders. Ist ja nicht mehr so, wie es ist. Zeig ich dir mal, wie der Laden hier läuft. Ja, umgedreht. Also was jetzt? Ja, sag mal, Jupp, wo ist denn eigentlich unser... Sag mal, wo ist denn unsere Spritze hin? Wir hatten unsere Spritze geklaut. Nee, warte mal. Ich glaube, die steht hinten. Moment. Jetzt rennt der Auto los. Jetzt komm hier. Das geht ja alles ein bisschen flotter. Ja, so was muss gespritzt werden? Ja, Jupp. Hab sie gefunden. Warte mal, haben wir noch was zu spritzen? Ach, gucke. Ja, ne, unsere Felder müssen noch fertig gemacht werden. Ihr zwei, ihr könnt da mal losziehen. Bitte mit Unkraut, Ex. Unsere Felder sind aber fertig. Ach nee, unten, 85, 86. Gegen Unkraut, Chef. Ja, ja, ich weiß, gucke ich ja gerade. Naja, dann unten bei der 80er-Region kann es losgehen. Die anderen sind gespritzt, ne? Die anderen sind soweit durch, ja. So, na dann müssen wir spritzen, Fritze. Nützt alles nichts. Das geht nicht. Ja, dann würde ich dir empfehlen, jetzt werden wir mal ein paar Kilo abtrainieren. Auf geht's. Oh, nee. Hallo, ich denk... Oh Gott. Was denn? Harry! Was sagst du noch was? Harry? Wenn ihr das jetzt schon so macht, könnt ihr wenigstens vorher Warnblinke mit anmachen und vielleicht relativ langsamer fahren? Warnblinke kann ich natürlich anmachen. Das ist kein Problem. So, und auf geht's. Komm, bitte. Harry. Viel Glück. Sag doch was. So, super, läuft das. Und du wagst ja nicht an der Schnur zu zupfen. Au. So. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, ganz runter. Wie ganz runter? Ganz runter. Hier kommt verlauf mal ein bisschen schneller hier. Ja, ich gebe mein Bestes. Ach Mann, ey, so wird das nichts. Ey, ohne Witz. Kann uns hier keiner rausschneiden. Ich wäre ja auch gleich wahnsinnig. Ey, ohne Witz. Harald, Jupp! Das geht so nicht! Warum? Weil wir da nicht zusammen rein können, das ist scheiße! Ach, na, habt ihr es auch gemerkt, oder was? Der Himmel, Herrgott, noch eins. Kann ja wohl nicht wahr sein. Jo, pass auf, dann, wenn du sagst, mein Traktor steht unten, dann wird euch der Jupp jetzt runterfahren und ihr werdet meinen Traktor erstmal wieder hochbringen. Nö, ich nehme einfach meinen. Nein. Haben wir irgendwas anzusehen oder zu machen? Nee, warte mal, Dings ist, die Felder sind ja fertig soweit alles, ne? Die Felder sind soweit fertig, genau so ist es. So, Jupp! Wo ist er? Ja, mir, ja. Ist das eigentlich richtig, dass die Spritze jetzt genau bei uns in der Einfahrt vom Landhandel steht? Nee, ist nicht richtig, die fahre ich jetzt noch weg wieder. Ja, nee, lass. Pass auf, Jupp. Ja. Fahr mal mit den zwei runter, dass mein Traktor hier wieder herkommt. Warum soll ich das denn wieder machen? Na, weil könnt ihr euch vielleicht doch mal aussprechen. Arsch und Zwirn. Ich hab Probleme.
Oh. Wer was Neues, Schwatzige, ne? Ist es normal, dass eure Einfahrt versperrt ist? Naja, normal ist relativ. Ich fahr sofort weg, Emily. Ne? Wenn du vielleicht dann Zeit hast, wollen wir vielleicht so Käffchen trinken und ein paar Plätzchen essen. Eigentlich geschäftlich hier. Na, okay. Hallo, Emily. Hi. Harry. Hä? Wenn du jetzt gleich mit der Emily sprichst, dann sei ehrlich und erzähl ihr von den Genitalherpes. Oh. Oh, Fritzel, du. Oh. Oh. Ja. Job. Ja. Alles okay bei dir? Ja, natürlich. Okay, super. Dann passt das ja. Ich wollte nur mal fragen, also bei uns ist ja auch alles okay, ne? Ach scheiße, weißt du, wir müssen auch noch Diesel ausliefern. Siehst du, Fritz, das hätten wir auch machen können. Bei wem denn? Bei unten bei der Stadt. Also, wie viel hast du da hingefahren? 40.000 bis jetzt. Okay, ich habe zweimal gefahren. Ja, das ist dazu gezählt. Also hast du auch nur zweimal gefahren? Ja, also 40.000 insgesamt. Okay. Genau, 40.000 insgesamt, genau. Da müssen, aber ich weiß auch nicht ganz ehrlich, was wollen die mit so viel Diesel? Produktion laufen lassen. Ja, aber die war voll bis oben hin. Ja, keine Ahnung. Vielleicht wollen die verkaufen? Sag mal, Jupp, da ist in Ordnung. Ja, ich bin richtig. Ja, du bist richtig. Weil ihr Ziegel, fahren Sie doch mal jetzt. Betrunken, Miguel. Ich weiß auch nicht, was los ist. Jupp, sag mal, ist alles in Ordnung bei dir? Ja, natürlich, ich muss rückwärts einparken, warte mal. Was passt bei euch, meine Herren? Naja, ich weiß noch nicht so richtig. Alles tut die toll komplett. Vorsicht! Okay, ich steig mal aus, ne? Ja. Alles klar, Jupp. Soll ich dann weiter in Diesel fahren? Ist das in Ordnung? Ja. Echt? Ja, super. Jupp, aber ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee ist, diese zu fahren. Vielleicht könntest du ja Spritzen fahren, düngen. Und Spritzen kann ich. Ja, alles klar, super, das machen wir das so. Ja, komm, Fritze, dann müssen wir hoch zum Landhandel wieder hier mit dem Ding. Dann fahren wir den Diesel. Okay. Wohin muss er denn? Zum Bauhof runter. Also hinter Bauhof in die Kiesgrube. Oh, in die Kiesgrube. Ich steig nicht aus. Aber ich sag dir, wie es ist. Also das mit den. Naja, ich weiß auch nicht so richtig. Also bist du noch so richtig glücklich? Ja, ich weiß nicht. Ich krieg nur noch Anschüsse. Macht auch keinen Spaß, oder? Nee. Es ist nur noch Streit, ey. Streit und Rumgebleke und Rumgedingse und Gemache. Ey, weißt du, was wir auch machen könnten? Was? Ey, wir verpissen uns einfach. Und zwar zum Johannes, zum Herrn Bär runter. Das ist da eh dein Geschäftspartner. Dann? Ja, helfen wir dem mit. Fragen wir, ob wir da in der Schlachterei was mithelfen können oder am Hof was mithelfen können. Komm, lass zu dem runterfahren. Okay, also jetzt nicht zum Landhandel? Nee, scheiß drauf. Okay. Ja, was ist zu tun? Weißt du, wie Diesel? Ich habe da 40.000 Liter schon hingefahren und die sind voll bis oben hin. Also die brauchen auf jeden Fall nicht dringend irgendwas. Harald macht sein Gesäusel hier oben mit Emily. Weißt du wie? Ja, stimmt. So, und alles und ich brauche einfach mal, ich muss mal ein bisschen abschalten, ey. Wir müssen mal irgendwo hin. Ein bisschen Ruhe wäre echt nicht schlecht. Ja, mal irgendwo hin halt, einfach wo auch die Weiber nicht sind. Das stimmt. Wo sie uns so schnell auch nicht finden. Ich habe mir das alles nicht überlegt. Sag dir, wie es ist. Hätte ich das gewusst, dass das alles so kompliziert wird. Ich wollte eine ganz entspannte, weißt du, also weißt du, worum es mir eigentlich ging? Bisschen wegstecken, oder? Ja, du. Das gleiche war meine Idee auch, aber naja. Ja, du hast halt so. Ich weiß halt auch nicht, du, ich wollte halt so eine Freundin, wo du halt auf den Abend dann entspannt mal ein bisschen, ne, einen schönen Abend miteinander verbringen kannst, wo das harmonisch abläuft, aber das ist ja nur noch Stress, Alter. Reicht ja. Und vor allen Dingen meine Alte, die ist immer 3-4 Tage weg, die kommt wieder und Fritzel!
Naja, aber ich sag dir, wie es ist, gell. Ich hab das ja auch schon mitgekriegt. Was, die ist ja nicht grundlos immer ein paar Tage weg, oder? Oh, meinst was, du? Was erzählt die dir jetzt mal, ohne Witz? Ja, dass sie mit ihrem Pferdesport so... Ach, ja, der Pferdesport. Ja, hoffentlich werden die Medaillen an der Wand auch mehr. Ah, ich will dir jetzt keine Angst machen oder so, ne? Aber es ist ja schon komisch. Entweder hat es noch nie gewonnen oder die Medaille woanders. Also weiß ich jetzt nicht. Da ja gut, du musst auch immer letzten geben, ne? So ist nicht. Also. Okay, krass. Ja, ich weiß halt auch nicht, keine Ahnung. Also, ist halt, naja. Ach, immer das Rumgezicke und Rumgenörgel. Und immer muss alles nach denen ihrer Pfeife gehen, weißt du? Ja, das ist noch... Die schreien immer nach Gleichberechtigung, aber wo ist denn die Gleichberechtigung für den Mann? Oh, da ist er. Ey, was machst du? So hält man niemand an. Nee, so mach ich dann immer. Also, es wundert mich nichts mehr. Also, ganz ehrlich. Meine Güte, ey. So. Hey, Johannes. Hallo, was ist mit euch verkehrt? Ja, der fährt wie ein Henker hier mit meinem Fendt. Ich habe gerade schon gesagt, so hält man niemand an. Hey Johannes, wir sind jetzt voll und ganz für dich da. Das passt also. Warum? Wir helfen dir. Wir helfen dir. Wobei? Deine Arbeit. Wo auch immer du Hilfe brauchst. Ich brauche aber gerade keine Hilfe. Du brauchst Hilfe. Okay. Geh tief in dich, du brauchst Hilfe. Aber Herr Bär, wo ich sie gerade hier habe. Ja? Ich habe bei der Stadt einen Masthühnerstall beantragt. Der wurde auch genehmigt. Okay. Das heißt, dass wir, wenn der jetzt gebaut wird, dass wir dort für die Fleischerei dann auch Hähnchen haben. Ah ja, sehr gut. Das klingt gut hier für Sie. Ja, ich hatte da auch nochmal was. Eigentlich nicht. Boah, das hat sich irgendwie so eingebürgert. Ja, irgendwie schon. Nee, ja, ist ja in Ordnung als Geschäftspartner. Ups, als Geschäftspartner muss man. Ist manchmal vielleicht nicht besser, wenn man sich sieht. Manchmal besser, wenn man sich sieht. Sehe ich auch so. Gut. Ich habe auf jeden Fall schon einen ganzen Haufen Schweine und Schafe hingebracht. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hattest. Ja, ja, ich verkaufe gerade alles. Oh, ja, okay, das ist ja super, Mensch. Also wir wollen dir helfen ein bisschen. Wir wollen dir ein bisschen unter die Arme greifen. Und wir brauchen ein bisschen Ruhe von unseren Hälften. Okay. Ja, und da haben wir gedacht, bei dir hier unten ist am ruhigsten am Hof. Da können wir ein bisschen mit helfen, unterstützen und... Da finden die uns auch nicht so schnell. Da vermuten die, da sind wir als allerletztes halt, ne? Das ein kleines Problem haben wir, da siehst du ja hier an der Schnur. Wir müssen irgendwie was zusammen machen. Ja, also ja, es gab da ein kleines Problem. Wir sind miteinander verbunden. Der hat mir eine Bluttransfusion gegeben und die Nadel ist leicht verbogen und steckt noch bei ihm im Arm und geht so einfach auch nicht raus. Das soll am Mittwoch wo raus gemacht werden wieder. Okay. Ja. Also wir sind halt zu zweit, aber es macht ja nichts. Also, oh, nee, das ist schon... Doppelte Power. Ja. Wie wär's denn mit Ausmisten? Ja, klingt gut. Oder? Ja, Hast du einen Frontlader am Hof? Nee, Besen und Schaufel habe ich. Das kenne ich irgendwoher. Ich auch. Oh, naja, komm, scheiß drauf. So, okay, Besen und Schaufel steht unten, ja? Ja. Okay, alles klar, wir sehen ja, was zu tun ist, ne? Ja, ja. Wenn alles nicht, klar. Ich hol euch einen Kaffee in der Küche. Ja, danke dir. Gut, Johannes. Danke, Johannes. Bis später. Später. Der war jetzt nicht so begeistert, oder? Der war nicht. Ich glaube, der hat gedacht, wir wollen ihn verscheißern. Ich glaube, ich auch. Ja, warte mal, hier Miguel ist ja schon der Dings hier. Hier ist schon. Miguel und Fritzl auf. Wo? Hat der wirklich keinen Frontlader? Ne, fass mal rein auf den Hof. Der muss ja einen Frontlader haben. Der hat ja alles, oder? Und wir müssen echt aufpassen. Das ist so ein Ordnungsfreak. Der Johannes ist ein extra. Da ist ein Frontlader gewesen, halt an. Das ist ein extremer. Was? Fritze? 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 Wenn das Dominik sieht. Johannes. Oh mein Gott. Okay. Ich. Nützt nichts. Oh, Scheiße. Fritzl, wo ist der? Fritzl? Das ist nicht gut.
Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Na gut, meine lieben Freunde. Ich glaube, er ist von uns gegangen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lass das Däumchen da. Wir sehen erstmal raus. Bis dahin. Tschüss. Und wo kommt denn jetzt her?